Moderne Kunst in allen Variationen. Langweilig wird es dem Besucher auf der Pariser Kunstmesse FIAC sicher nicht. Zu den Attraktionen zählen Arbeiten des Briten Damien Hirst. Der Preis für sein Werk The Incomplete Truth liegt bei 2,8 Millionen Euro. Auch andere große Namen locken die Besucher ins Grand Palais. Von Picasso über Georg Baselitz bis zu Cindy Sherman. Es ist eine starke Messe dieses Jahr. Es ist eine schöne Messe. Es gibt wahnsinnig tolle Arbeiten hier zu sehen. Es gibt tolle Galerien. So vielfältig die Kunst ist, provokante Werke sind in diesem Jahr eher die Ausnahme. Früher war die Messe vielleicht experimenteller, unberechenbarer. Heute ist sie konventioneller geworden. Dafür ist das Niveau gestiegen. Ich sehe nur wenige Objekte, die mir zu provokant oder übertrieben sind. Man hat fast das Gefühl, dass sich die Künstler selber eine Grenze gesetzt haben. Mitverantwortlich für die Auswahl der 182 Aussteller aus 25 Ländern, Kamel Minour. Er gehört dem Komitee an, das die teilnehmenden Galerien für die FIAC aussucht und ist selbst einer der einflussreichsten Pariser Galeristen. In diesem Jahr zeigt er Werke von Daniel Buren, Claude Levesque und Anish Kapoor. Die Arbeit des preisgekrönten Künstlers namens Sister ist eher unauffällig. Eine nahezu unsichtbare Wölbung in einer weißen Wand. Das ist wirklich ein Werk mit Überraschungseffekt. Man muss es erst mal finden. Aber Kamel Minour vertritt nicht nur die großen Namen. Er will auch jungen Talenten eine Chance geben. Ich versuche an meinem Stand verschiedene Künstler zusammenzubringen. Der 29-jährige Mohamed Bourissa war auf der Biennale in Venedig zu sehen. Er hat heute einen Wert von 2.000 bis 5.000 Euro. Daneben findet man Anish Kapoor, einen etablierten Künstler, dessen Kreation mehr als 300.000 Euro kosten. Dieses sehr breite Spektrum zieht also sowohl die wichtigen Kunstsammler an, als auch neue oder noch junge Sammler. 3 Monate im Voraus bereitete der 47-jährige Galerist die Messe vor. Seinen Stand hat er schon im Lager exakt so geplant. Das Motto? Vergänglichkeit. Dazu passt auch das Werk des Belgiers Michel François. Es besteht aus 2 Würfeln, einem Eisblock, der langsam zerfließt und so die verstreichende Zeit symbolisiert. Jeden Abend müssen wir diesen Block austauschen. Und daneben ist ein Würfel aus schwarzem Marmor aus Belgien. Der verkörpert die Haltbarkeit und die Ewigkeit. Vergänglich sind auch diese Installationen und Skulpturen außerhalb des Grand Palais. Nur für die Dauer der Messe werden 51 Werke an öffentlichen Plätzen in Paris ausgestellt. Sie sollen auch Laien den Zugang zur Kunst ermöglichen. Diese fahrbare Bibliothek stammt von dem Japaner Tadashi Kawamata, ebenfalls ein Künstler, den Kamel Minour vertritt. Uns war es wichtig, Kunst auch ohne den finanziellen Hintergrund zu zeigen und damit eine Kommunikation zwischen dem Künstler, dem Kunstwerk und dem Publikum zu ermöglichen. An einem Ort, wo die Menschen sonst einfach nur spazieren gehen. Die Geschäfte werden im Grand Palais gemacht. Die Werke auf der FIAC scheinen gut anzukommen. Viele Arbeiten werden bereits am ersten Tag der 4-tägigen Veranstaltung reserviert oder gekauft. Kunstsammler Gérard Lazés ist noch auf der Suche. Sein Favorit, ein Objekt des Rumänen Mircea Cantor. Ich finde dieses Stück wirklich sehr außergewöhnlich und tiefgründig. Es hat etwas Mysteriöses. Mir gefällt es. Ich denke, ich werde es kaufen, denn der Preis ist angemessen. Es kostet 15.000 Euro. Auch Kamel Minour kann sich freuen. Sein schmelzendes Kunstwerk hat er bereits für 40.000 Euro verkauft. Wir haben schon Champagner getrunken. Ich glaube, alle Galeristen hier sind zufrieden. Wir haben einen guten Start hingelegt. Von Krisenstimmung keine Spur. Kunst und Kommerz. Bei der diesjährigen FIAC schließen sie sich nicht aus.